und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal Elektronikblog. Im heutigen Video zerlegen wir einen PC. Und wir schauen mal, was wir aus dieser Kiste herausholen können. So, als erstes suche ich jetzt hier mal Dinge, die ich aufschrauben kann, also Schrauben, damit ich das Gehäuse aufbekomme. Ich sehe jetzt hier gerade keine Schraube, vielleicht muss man es einfach nur aufhebeln. So, ich glaube, ich habe es. Man muss hier, glaube ich, nach unten drücken und dann kann man das hier nach hinaus da rausziehen, in diese Richtung. Und das probiere ich jetzt mal erstmal gescheit hinlegen. Gut, ganz schönes Drum. Und jetzt probiere ich das Ganze mal. Gut. Erstmal geschafft. Das Ganze hier mal raus. So. Offen die Kiste. Wo fangen wir an? Okay, also ich sehe jetzt hier erstmal so einen Taster. Den könnte man natürlich gebrauchen. Netzteil. Hier sind LEDs, keine Ahnung. DVD-Laufwerk, das kann man sehr gut gebrauchen, weil in diesen DVD-Laufwerken sind meistens, nicht immer, aber meistens so kleine Schrittmotoren, so kleine Steppermotoren, und die kann man sehr gut für zum Beispiel einen Plotter oder sowas ähnliches verwenden. Und ja, da schauen wir dann noch später rein. Dann Lüfter natürlich kann man immer gebrauchen. Vielleicht brauchen wir am Anker eine Festplatte. Keine Ahnung, ich brauche die jetzt eher nicht. Und schauen wir mal. Gut, aber ich werde jetzt erstmal einen Staubsauger holen und das Ganze hier aussaugen, damit mal der ganze Staub da weg ist. So, und jetzt sauge ich das Ganze. So, und wir haben das Ganze mal abgesaugt. Gut, was machen wir als nächstes? Ich habe hier jetzt auch schon so eine Batterie gesehen. Die kann man mal rausnehmen. Und ich werde später auch noch den auslöten, diesen Batteriehalter, Halterung. Die Batterie müsste man testen, ob die noch Strom hat hier. Ich habe mir sowas schon mal gemacht und da habe ich dann diese Knopfzelle ist in so einer Halterung und den werde ich dann später auch noch auslöten. Und ja, den Halter kann man nicht immer gebrauchen. Hier ist noch ein Piazzo, den kannst du natürlich auch immer gebrauchen. Den werde ich auch noch auslöten. Den Taster werde ich auf jeden Fall auslöten. Die beiden Lüfter kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Dann eben die beiden Laufwerke. Ich glaube hier haben wir auch einen. Ein Steppermotor, so einen kleinen. Also die werde ich auf jeden Fall aufschrauben und das Innere behalten. Die Verpackung, also das Gehäuse brauche ich eigentlich nicht. Das seht ihr dann eh noch. Und ja, es ist hier ein Lautsprecher. Ich glaube, das hier ist noch ein Lautsprecher, den werde ich dann auch benutzen, also auch noch rausnehmen. Und das Netzteil. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir mal mit den Lüftern an. Da suche ich mir erstmal die Kabel, wohin die führen. Hier, die führen dahin. Okay, ich glaube, da kommen wir jetzt später hin. Fangen wir einmal mit den Laufwerken hier an und holen die erstmal raus. Dazu stecke ich erstmal hier das Kabel hier ab. Dann einmal noch das Stromkabel. Uff. So, draußen. Und einmal sich hier auf der Seite, muss ich das hier, ja, das muss ich hier rausnehmen. Dann stecke ich unten auch gleich einmal die Festplatte ab. Zack. Hier. Und einmal den Strom bei der Festplatte. Gut, jetzt können wir das hier so rausnehmen. Das müssen wir da hier noch abschrauben. Aber das machen wir erstmal später. Das lege ich erstmal auf die Seite. Gut, machen wir weiter. Was haben wir hier? Ah, das könnte man natürlich auch noch gebrauchen. Das hier sind zwei USB-Eingänge. Ja, werde ich mal schauen. Dann als nächstes kommt das weg. Einfach alle Stecker ziehen, weil die Flachbandkabel kann man auch aufkalten, falls man mal so Flachband braucht. Den Stecker brauche ich jetzt zwar nicht so viele, aber das Flachband ist ab und zu ganz praktisch zum Haben, wenn man mal
zwei Platinen verbinden will dann und viele Kabel braucht, dann ist so ein Flachbandkabel sehr praktisch. Gut, soweit abgesteckt, glaube ich, alles. Einmal raus damit. Ah ne, da unten ist noch eingehängt. So, auch draußen. Das müssen wir dann später auch noch abschrauben hier. Das lege ich auch mal auf die Seite. Da kommen wir später noch dazu. Jetzt werde ich erstmal die ganzen Flachbandkabel hier abstecken. Die ganzen Flachbandkabel lege ich mir auf die Seite. Die kann man dann noch in Stücke schneiden und dann oder einfach so lassen und vielleicht braucht man es mal. Ich glaube, ich werde sie eher wegschmeißen, weil ich eh schon so viel davon habe. Aber schauen wir mal. So, einmal hier das Netzteil abziehen. Okay, ich glaube, soweit das Netzteil ist abgesteckt. Die RAM können wir schon mal rausnehmen. Also wenn man so RAM braucht, kann man sich auch mal anschauen, wie viel RAM sind denn das. 1 GB. So, als nächstes werde ich hier erstmal das Netzteil, glaube ich, rausgeben. Oder vor das da. Nehmen wir erstmal das da. Hier habe ich jetzt das da so. Das sind hier so zwei USB-Anschlüsse. Ich kann das relativ einfach, wenn man sich so ein Kabel nimmt, das abzwickt, kann man das da dran löten. Und dann hat man, wenn man jetzt nur USB zur Stromversorgung benutzt, hat man dann zwei USB mit einem Stecker. Ja, ist ganz praktisch. So, dann das Netzteil. Gehen wir erstmal raus, da müssen wir erstmal einen gescheiten Schraubenzieher einmal hier aufschrauben. So, weit mal fertig, aufgeschraubt. Das kann man jetzt hier schon rausnehmen. Dann noch ein bisschen. Ah, hier haben wir sogar noch eins übersehen. Da noch ein Stecker. Hier haben wir das Netzteil. Das sollte man auch mal nochmal saugen. Sauber machen. Das werde ich jetzt mal schnell machen. So gut, Netzteil. Da muss man natürlich auch noch einmal anschließen und hier mit dem Multimeter messen. Allerdings nicht vergessen, man muss hier zwei Kabel miteinander verbinden. Da muss man nochmal nachschauen. Das weiß ich jetzt nicht auswendig, aber zwei müssen auf jeden Fall verbunden sein, damit das Netzteil überhaupt funktioniert. Weil sonst kommt gar kein Strom. Also da müsst ihr schauen, welche Kabel ihr da bei eurem Netzteil verbinden müsst. Und damit das läuft, damit das Netzteil dann auch läuft. So, das lege ich mir auch mal auf die Seite. Gut, würde ich sagen, als nächstes kommen die Lüfter dran. Gut, einmal den hier. Das hier ist so mit einem Gummi befestigt. Aber das kriege ich nicht raus, das muss ich aufschneiden. Hier die Pfropfen, die schmeiße ich mal hin. Und saug das nochmal. So, passt. Ersten Lüfter habe ich mal abgemacht. Jetzt möchte ich den hier noch abschrauben. Gut, okay. Hier wird der Lüfter auch. Ich saug den auch einmal ab. Gut, okay, die Lüfter sind auch draußen. Okay, jetzt kann ich hier einmal raussaugen. Dann schauen wir mal, was mache ich denn als nächstes. Was haben wir hier? Hier kann man natürlich auch die ganzen Anschlüsse hier, zum Beispiel. Hier gibt es so einen HDMI-Anschluss. Könnte man jetzt hier abstecken. Abschrauben und dann hat man einen HDMI-Anschluss. Das werde ich jetzt auch mal machen. So. Und hier haben wir einmal den HDMI-Anschluss. Hier haben wir einmal einen Lautsprecher. Den werde ich hier einmal... Wie komme ich denn den da raus? Gut, okay. Einmal draußen. Der ist einmal hier angeschlossen. Übrigens, am Ende des Videos werde ich euch zeigen, was wir jetzt da alles rausgeholt haben. Aber jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal weiter. Was haben wir hier noch? Super. Haben wir einmal den Taster. So, und den Tasti haben wir auch. Gut, jetzt kann man hier mal schauen, was haben wir hier? Einmal noch ein Taster. Zwei LEDs. Und hier drin haben wir noch einen Taster. So, hier haben wir noch so einen Taster. Also die LEDs brauche ich nicht. Aber den Taster... Den zwicke ich mir hier ab. Gut, das Ganze kann weg. Und den Taster kalte ich mir auf. So, als nächstes werde ich einmal diese Platine abschrauben. Und danach das Mainboard.
So, gut, einmal absaugen. Und jetzt haben wir hier noch das Mainboard. Und das müssen wir hier einmal abschrauben. So, okay. Draußen sieht man einmal das Mainboard, die ganzen Stecker. Und was ich hier eigentlich am interessantesten finde, oder besser gesagt, was ich hier auslöten werde, bei den Steckern brauche ich nichts, weil erstens das habe ich schon. Hier so normale USB-Stecker. Ich werde mir einmal diesen Batteriehalter hier entlöten und einmal hier dieses Piezo. Sonst brauche ich eigentlich nichts. Man kann natürlich, das habe ich schon mal gemacht, hier diese ganzen Stecker hier ablöten. Theoretisch, wenn man unbedingt, der Kondensator sieht nicht mehr ganz neu aus. Dieser hier. Man kann sich Kondensatoren ablöten oder irgendwelche hier Stecker, eben wie ich schon sagte. Wenn man irgendwas braucht, dann kann man sich es ablöten. Ich brauche jetzt davon eigentlich nichts. Aber ich probiere gerade diesen Kühlkörper hier abzunehmen. Hier haben wir einen Kühlkörper, den müssen wir natürlich jetzt noch vorher reinigen, bevor man den benutzen kann. Und ja, jetzt werde ich hier erstmal das Gehäuse wegräumen, weil das kann ich eigentlich wegschmeißen, das brauche ich nicht mehr. Jetzt werde ich einmal, eben wie ich schon gesagt habe, Piezo und Batteriehalter entlöten. Ich benutze hier meine Entlötsaugpumpe. Die kann ich eben nur empfehlen, wenn man mal ein bisschen mehr entlötet. Die ist super praktisch. Abtupfen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Entlötsaugpumpe aufgeheizt ist. Jetzt schauen wir einmal, was müssen wir denn da entlöten. Hier einmal, zack. Das sind diese beiden Teile, diese beiden Lötpunkte müssen wir einmal hier entlöten. Gut, entlötet. Entlötet. Gut, ich glaube, das war es auch schon. Hören wir mal nach. Einmal hier entlötet den Piezo. Gut, und einmal das hier muss noch raus. Okay, und das hier haben wir auch entlötet. So, jetzt müssen wir hier einmal noch Festplatte und das Ganze, die DVD-Laufwerke, oder Laufwerk besser gesagt, alles noch rausgeben. Das heißt einmal Schrauben lösen. Das beides sind Festplatten. Da kann ich mir jetzt mal echt nichts mit wirklich anfangen. Allerdings haben wir hier einmal Audio Receiver und das können wir mal aufschrauben und mal reinschauen. Okay, hier einmal geöffnet. Das hier ist das Lesegerät. So, sehen wir es. Und hier sehen wir die Motoren. Und wir sehen hier, hier hat der einen Motor. Hier gibt es noch einen zweiten. Da unten, den sieht man jetzt nicht gut. Der bewegt es da unten. Genau. Und wir sehen hier, dieser Motor hier hat 4 Anschlüsse. Und das heißt, das ist höchstwahrscheinlich, also eigentlich ziemlich sicher, ein Stepper-Motor. Und den kann man für zum Beispiel einen Plotter benutzen. Für so einen Stiftplotter. Und nächste Woche kommt genau so ein Tutorial, wie man so einen Plotter bauen kann mit solchen kleinen Motoren und diesen Achsen hier. Das heißt, und falls ihr noch so ein altes DVD-Laufwerk rumliegen habt, schmeißt es nicht weg, sondern baut daraus eben so einen Plotter. Und wie man das macht, zeige ich euch dann nächste Woche. Also abonniert unbedingt meinen YouTube-Kanal, um das Video nächste Woche nicht zu verpassen, wo ich euch das eben dann zeige. Gut, okay, das heißt, das können wir auf jeden Fall mal behalten. Die Platine brauchen wir eigentlich nicht, die können wir wegschmeißen. So, ich mache das Ganze mal hier wieder zu. Zuschrauben tue ich das jetzt mal auch nicht. Und hier können wir auch noch reinschauen, ob wir da auch sowas haben. Also einen Steppermotor haben wir hier, das ist eh schon ganz gut. Das heißt, ich baue das jetzt wieder zusammen, aber die Schrauben gebe ich, glaube ich, nicht rein. Das ist mir jetzt zu blöd. Dann werde ich euch jetzt nochmal zeigen, was ich jetzt alles aus diesem Computer rausbekommen habe oder was ich dann eben gebrauchen kann auch, was in diesem Computer drinnen ist. Also fangen wir an. Einmal hier diese CD-Laufwerke mit den Stepper-Motoren.
wo ich eben euch nächste Woche zeige, wie ihr die verwenden könnt, um einen Plotter zu bauen. So, dann als nächstes hier einmal diese USB-Stecker. Den kannst du auch immer wieder mal gebrauchen. Dann habe ich hier einmal ein Kühlelement. Das muss ich hier unten noch reinigen, aber das kann man auch sehr gut gebrauchen. Kann man theoretisch hier auch noch in verschiedene Teile hier schneiden. So, dann einmal hier ein Batteriehalter und dazu auch die Batterie. Da muss ich noch schauen, ob die voll oder leer ist. Gut, dann einmal ein Piezo, einmal ein HDMI-Anschluss, einmal zwei Lüfter, einen Lautsprecher, Flachbandkabel und zu guter Letzt ein Computernetzteil. So, das alles habe ich rausbekommen und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet so ein bisschen sehen, was so in einem Computer alles drin ist, was man so gebrauchen kann. Und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann gebt ihm doch einen Daumen nach oben und abonniert meinen YouTube-Kanal, um das Video, was nächste Woche kommt, wo man mit den CD-Laufwerken einen Plotter bauen kann, nicht zu verpassen. Und jetzt würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.